Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 18. Juni 2012. Ja, hier in Kiel ist eine Menge los. Kieler Woche, die EM läuft. Außerdem ist gutes Wetter, der Sommer kommt. Da liegt es in der Natur des Menschen, sich weniger mit Astrologie, mit Spiritualität, mit sich selbst zu beschäftigen. Was natürlich ein Fehler ist, weil unsere Probleme, die Dinge, die wir zu lernen haben, unsere Projektionen, die Arbeit an unserem Schatten etc., hört ja nicht auf, nur weil wir ein bisschen beschäftigt sind. Aber immer, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir abgelenkt sind, wenn uns das Wetter nach draußen lockt, scheinen diese Dinge irgendwie geringer zu werden. Meistens wachen wir hinterher auf und haben umso mehr wieder damit zu tun. Gut, wie sieht es astrologisch aus? Astrologisch sieht es wie folgt aus, dass wir jetzt auf den Neumond zulaufen. Morgen am Dienstag, den 19. um 17.02 Uhr ist der Neumond. Da schrieb ich auf meiner Website, am 19. Juni treffen sich Sonne und Mond auf 28 Grad 43 im Zwilling zum Neumond. Das gleichzeitige Quadrat vom Merkur zum Saturn weist mit darauf hin, dass es hier nicht um die normale Kommunikation geht, denn Neumond reicht tiefer. Es hat mehr damit zu tun, ein tiefes, mehr intuitives Wissen in uns zu aktivieren. Über unser Unbewusstes sind wir dann mit dem Speicher allen Wissens, dem kollektiven Unbewussten verbunden. Wir haben das Potenzial, auch dieses tiefe Wissen anzuzapfen, und der Neumond kann uns davon eine Ahnung verschaffen. Hier sehen wir bereits die Sonne Ende Zwilling, jetzt im 28. Grad. Der Mond läuft massiv drauf zu, auch in den Zwilling, und wird sie eben dann morgen Nachmittag erreichen. Und dann beginnt auch eine ganz neue Zeit wiederum astrologisch, weil der Krebs, der Mond dann am Dienstagabend in den Krebs geht, der Sonne vorwegläuft, die Sonne aber dann am Donnerstag zum Sommeranfang, zur Sommersonnenwende, in den Krebs nachrückt, da wo Merkur schon steht. Das heißt, aus dieser Zwillingszeit, wo es sehr viel um Wissen und Information, um Geselligkeit geht, dass diese Zeit, die auch eine gewisse Leichtigkeit in sich trägt, wandelt sich in die Zeit vom Krebs, wo es mehr um Gefühle geht, um Emotionen, um Innerlichkeit, wo es introvertierter wird, wo es persönlicher und subjektiver wird. Wir werden sehen, dass das eine Veränderung mit sich bringen wird, die uns noch länger auch beschäftigen wird. Also heute auf den Neumond zu schauen wir, ob das Wissen, mit dem wir arbeiten, ob wir das nicht aus tieferen Quellen schöpfen können, um vielleicht die eine oder andere Erkenntnis zu machen, die uns helfen kann, besser mit bestimmten Dingen umzugehen. Mein Name ist Norbert Gieso. Wer mich persönlich anrufen möchte, kann das gerne tun unter 0431 94688. Bis dahin eine gute Zeit. Ich sage Tschüss.